Was hat diese Formel-1-Saison noch mit uns vor, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel-1-Fans? Wenn man denkt, verrückter kann die WM nicht mehr werden, dann setzt die Formel 1 immer noch eins drauf. So geschehen am Qualifying-Tag hier in Saudi-Arabien. Absoluter Wahnsinn. Man ging davon aus, dass Mercedes hier vielleicht nicht überlegen sein würde, aber schon der Favorit sein würde. Dann auf einmal schlägt Red Bull zurück und dann schlägt Max Verstappen ein. Lewis Hamilton hat kurzzeitig mal zurückgeschlagen in diesem Qualifying im finalen Q3, dann aber hatte Max Verstappen noch seine letzte Chance. Und man hat schon ganz am Anfang von seiner Runde gesehen, am Ausgang von Kurve 2 fast hängen geblieben. Ich habe hier im Media Center zu den Kollegen gesagt, oh, diese Runde, das wird Pole oder Krankenhaus. Ich hatte zum Glück nicht recht mit Krankenhaus, aber weit davon entfernt war es dann auch nicht mehr. Max Verstappen mit einer absoluten Fabelrunde, viele haben schon gesagt, eine der besten Qualifying-Runden der Formel-1-Geschichte, naja. Bis zur letzten Kurve eben. In der letzten Kurve hat er sich dann verbremst und wollte versuchen, das noch irgendwie zu retten. Und dann am Kurvenausgang wollte er zu viel, hat das Heck nicht verloren, aber hat das Heck ein bisschen übertrieben beim Rausbeschleunigen und ist dann am Kurvenausgang angeschlagen. Somit seine Runde kaputt und möglicherweise nicht nur die Runde kaputt, sondern möglicherweise auch noch das Getriebe. Wenn ihr dieses Video seht, ist es möglicherweise auch schon entschieden, ob er noch eine Getriebestrafe bekommt. Das wären dann zusätzlich 5 Plätze, also Startplatz 3 wurde es ja dann am Ende für ihn, plus möglicherweise 5. Also Startplatz 8 ist in der Verlosung. Bei Red Bull hat man direkt nach dem Qualifying gemeint, ist eher wahrscheinlich so, wie das ausgesehen hat. Und wenn wir uns andere Unfälle aus der Vergangenheit anschauen, auch von anderen Teams, sieht das schon erheblich danach aus, als könnte das Getriebe bei diesem Einschlag Schaden genommen haben, weil eben die Antriebswelle logischerweise mit dem Rad verbunden ist und das hat eben reingedrückt ins Differential, ins Getriebe dann letztendlich. Also das könnte noch böse ausgehen. Max Verstappen war natürlich sauer auf sich selbst, denn er hatte diese Pole in der Hand. Er hatte bei den Zwischenzeiten schon 3 bis 4 Zehntel Vorsprung auf Lewis Hamilton und eigentlich hätte er es ja nur noch nach Hause tragen müssen in dieser Runde. Aber Dr. Helmut Marko hat gesagt, naja, das ist halt eben Max Verstappen, der trägt da so eine Runde, so eine Pole-Runde nicht nach Hause, sondern der fährt Vollgas bis zum Ende, ist in diesem Titelkampf natürlich sehr, sehr bitter für ihn und könnte möglicherweise das Zünglein an der Waage am Ende sein, denn er könnte ja rein theoretisch inzwischen heute Weltmeister werden, theoretisch, aber mit dieser Ausgangsposition hat er sich möglicherweise etwas verpatzt. Schadensbegrenzung bei ihm? Nö, er sieht trotzdem keine Schadensbegrenzung, er hat den Sieg noch anvisiert hier, aber darüber sprechen wir gleich noch, denn das hat natürlich auch mit der Leistungsfähigkeit von Mercedes zu tun. Lewis Hamilton müssen wir uns anschauen, nicht nur seine Pole-Runde, sondern vor allem FP3, denn da ging es schon richtig hoch her. 3 Szenen gab es, zum nächsten Mal mit Pierre Gasly am Ende von Start und Ziel. Gasly mit Geschwindigkeitsüberschuss auf ihn aufgelaufen, Hamilton stand da im Weg. Die Stewards haben die Szene aber nicht untersucht, dafür aber kurz darauf die Szene mit Nikita Mazepin. Hamilton ist relativ langsam rumgebummelt auf der Ideallinie. Mazepin im Renntempo von hinten angekommen, konnte den Unfall nur noch knapp verhindern, musste durch die Auslaufzone, musste die Schikane da abkürzen. Somit eigentlich nichts passiert, aber die Stewards haben sich das natürlich trotzdem angeschaut. War ja doch impeding. Verhältnismäßig ja, nur im FP3, aber es war tatsächlich verhältnismäßig auch gefährlich. Deswegen musste Lewis Hamilton eine Stunde vor Qualifying-Start dann noch zu den Stewards und man hat gesagt, okay, normalerweise müsste das eine Strafe für den Fahrer geben, aber hier sind mildernde Umstände. Was sind die mildernden Umstände? Die Strecke. Die Strecke ist extrem schwierig, was das angeht. Der Fahrer kann nicht sehen, was genau hinter ihm passiert. Diese schnellen Ecken, die sind alle blind. Das heißt, der Rückspiegel bringt da nicht besonders viel und das Team hätte Hamilton da deutlich besser darauf hinweisen müssen, dass von hinten jemand kommt. Deswegen 25.000 Euro Strafe für das Team. Eine Verwarnung für Lewis Hamilton. Es ist die zweite. Bei der dritten Verwarnung geht es 10 Startplätze nach hinten. Gleichzeitig hat man auch noch gesagt, es wurde keine blaue Flagge gezeigt an der Stelle für Hamilton und deswegen hat man ihn da so ein bisschen aus der Schusslinie genommen und er ist mit einem blauen Auge davongekommen. Es gab aber noch eine andere Szene, auch in diesem dritten freien Training, die mit möglicherweise gelben Flaggen oder auch nicht gelben Flaggen zu tun hatte, denn die Rennleitung hat uns darüber informiert, dass Lewis Hamilton möglicherweise zu schnell war unter doppelt gelb und auch deswegen musste er noch vor dem Qualifying bei den Stewards vorsprechen. Doppelt gelb, zu schnell, Max Verstappen hat es ja in Doha erwischt vor 2 Wochen und der hat 5 Plätze Strafversetzung bekommen. Jetzt ist Lewis Hamilton zurückgekommen von den Stewards und dann kam kurz vor dem Qualifying noch die Entscheidung, keine Strafe für Hamilton wegen dieses Doppelt-Gelb-Vergehens. Warum? Wie kann das sein? Die Aufregung war sehr, sehr groß. Red Bull hat sogar danach angekündigt, dagegen vielleicht noch vorgehen zu wollen. Das hat man inzwischen wieder abgewandt und man hat eingesehen, das würde nichts bringen. Warum ist Hamilton davongekommen und warum war Red Bull sauer? Die Stewards haben gesagt, naja, es war ein Fehler.
ein Fehler, das war es laut Red Bull ja in Katar auch, bei Verstappen hätte ja kein Doppelgelb sein müssen und so weiter, hat man argumentiert. Das war aber was ganz anderes. In dem Fall war es tatsächlich so, dass ein Marshall versehentlich irgendwie auf Gelb gekommen ist. Die gelbe Flagge wurde aber nie auch nur angezeigt. Also das heißt, Hamilton hat nie eine gelbe Flagge bekommen, weder von einem Marshall an der Strecke noch von einem Leuchtsignal. Und das ist der entscheidende Punkt, denn bei Red Bull war man sich sicher, Hamilton hat die gelbe Flagge bekommen und es würde auch Onboard-Aufnahmen geben, die das belegen würden. Wir haben uns die ganzen Szenen mehrfach angeschaut und ich falle da ein bisschen raus mit meinen ganzen Farbschwächen, aber die Kollegen im Büro haben sich ganz genau angeschaut. Markus Steinrisser, Jonas Fehling haben sich das 100-fach, glaube ich, inzwischen angeschaut und die meinten, nein, es war eine weiße Flagge. Und das war auch das, was Lewis Hamilton in der Pressekonferenz gesagt hat. Nein, da war ein langsames Auto davor und deswegen hat dieses Light Pedal weiß angezeigt. Das heißt, weiß ist ja das Symbol dafür, dass ein langsames Auto vor einem fährt, also Vorsicht. Und das hat man da gesehen. Es war aber keine gelbe Flagge und deswegen ist Lewis Hamilton da tatsächlich entschuldigt. Also absolut nichts falsch gemacht an der Stelle. Es sah erstmal blöd aus. Gleiches Vergehen wie Verstappen auf dem Papier erstmal und er kommt mit gar nichts davon, no further action, aber war eben ein Fehler und es war wirklich keinerlei gelbe Flagge da irgendwie angezeigt, muss man fairerweise an der Stelle auch einfach so anerkennen. Da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen über die Mercedes-Performance sprechen, denn das hatten wir so eigentlich nicht erwartet. Auch Mercedes war überrascht, dass man so schlecht war. Lewis Hamilton meinte, man hätte Probleme damit gehabt, Vorderachse und Hinterachse gleichzeitig ins Betriebsfenster zu bekommen, somit der Reifen nicht gleich da gewesen zu Beginn der Runde und das hat eben gekostet. Der ein oder andere glaubt auch, dass Mercedes hier von dem Hinterachstrick nicht so ganz profitieren kann, die Hinterachse sinkt ja bei höheren Geschwindigkeiten ein bisschen ein, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Das ist hier nicht ganz so möglich durch diese vielen, vielen schnellen Ecken. Da will man ja schon auch ein bisschen Abtrieb haben, sonst wird das etwas sehr gefährlich für die Fahrer. Und deswegen muss man da beim Setup möglicherweise ein paar Kompromisse eingehen. Bei Mercedes hat man diese Version nicht bestätigen wollen. Man hat gesagt, man weiß es selber noch nicht so ganz genau. Was man allerdings schon weiß, ist, dass man überall verliert, dass man in den schnellen Kurven verliert, in den langsamen und die Fahrer einfach nicht wirklich zufrieden sind. Bei Valtteri Bottas musste auch noch der Motor gewechselt werden nach dem dritten freien Training. Dort hat man ein Benzinleck gesehen, neuer Motor rein, hat trotzdem super geklappt, nur ganz knapp hinter Lewis Hamilton auf Startposition 2 und das hilft natürlich auch wieder erheblich. Wenn Max Verstappen jetzt nicht strafversetzt wird, noch um weitere 5 Positionen, hat Lewis Hamilton auch noch mit Bottas den Wingman an seiner Seite, der ihn da möglicherweise schützen kann. Die Longruns, das war die große Stärke von Mercedes am Freitag. Allerdings hat man bei Red Bull gesagt, okay, wir haben den Fehler gefunden. Das sollte jetzt im Renntrim alles aussortiert sein. Und deswegen sagt Max Verstappen, nee, nicht Schadensbegrenzung, sondern er geht tatsächlich auf den Sieg. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass er von Platz 3 starten kann, denn das wäre schon für das Rennen ein bisschen spannender. Und dann ist natürlich die Frage, kann man hier überholen, ja oder nein? Das weiß natürlich niemand auf diesem neuen Kurs. Dann müssen wir noch ein ganz kurzes Wort über Nikita Mazepin verlieren. Der hat ja die Szene mit Lewis Hamilton, er hat gemeint, ist alles okay für ihn. Hamilton hat sich danach schriftlich bei ihm entschuldigt per Telefon. Günther Steiner sagt trotzdem, naja, wenn wir in der Situation gewesen wären, wären wir wahrscheinlich nicht mit einer Geldstrafe davon gekommen, sondern hätten 5 Plätze kassiert. Würde sowieso keinen Unterschied machen, sieht er auch ein. Wahrscheinlich ist es für Haas sogar besser, Startposition zu kassieren als eine Geldstrafe. Mazepin selbst wollte da aber keine Strafe für Hamilton, meinte, er mag den Lewis und er will da irgendwie nicht dafür verantwortlich sein, dass er strafversetzt wird. Er hat sich aber über eine andere Sache aufgeregt und ist damit sogar zu Rennleiter Michael Masi gegangen, hatte um einen Termin gebeten, den er dann auch nach dem Qualifying hatte. Was war los? Er wirft Sebastian Vettel unter anderem, Sebastian Vettel und Max Verstappen vor, etwas gemacht zu haben, was er selbst in Bahrain gemacht hat im Qualifying, nämlich das Gentleman Agreement missachtet. Also das heißt, am Ende einer Runde, am Ende der Outlap, jemanden überholt, was man ja eigentlich nicht macht, da sortiert man sich ein und er wurde dafür extrem kritisiert, wir erinnern uns zurück, schon mehrfach eigentlich genau für dieses Missachten des Gentleman Agreements. Und er sagt, es kann jetzt nicht sein, dass jetzt 20 Rennen später ganz erfahrene Piloten genau das machen, was er am Anfang der Saison gemacht hat und keiner regt sich auf, alles soll okay sein und er wurde extrem dafür kritisiert. Er meinte, das sei nicht okay so und da will er eine Klarstellung vom Rennleiter, was da jetzt erlaubt ist und was nicht. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich kann seinen Unmut da ein bisschen verstehen und ich finde es auch toll, dass er da ehrlich gesagt als Rookie auch so zum Rennleiter dann gleich geht und die Sache selbst anspricht. So kennen wir aber Nikita Mazepin, ein Mann der klaren Worte, auch in unserer Printausgabe. Nicht nur das Interview mit Mick Schumacher lesen, sondern tatsächlich auch unbedingt das Interview mit Nikita Mazepin lesen, auch wenn ihr ihn vielleicht nicht mögt. Die Interviews, die er gibt, sind sehr, sehr interessant und er spricht Klartext. So viel jetzt wieder Werbung zu unserer Printausgabe. Jetzt freuen wir uns auf den ersten Saudi-Arabien-Grand Prix der Formel-1-Geschichte und wie sagen wir immer so schön, es ist angerichtet.